Herzlich willkommen, liebe Sandra. Ich freue mich sehr, heute dich dabei zu haben und dass du uns über deinen heilsamen Weg erzählst, wie du eine freie Mutter geworden bist und auch dein Kind unterstützt, da auch wirklich frei zu lernen und auch selbst dir einen Beruf erschaffen hast, der dich auch trägt und erfüllt. Ja, schön. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich ganz doll, hier zu sein. Erzähl gerne, wie das alles so begann und was auch gerade jetzt aktuell ist. Okay, also da kann ich lange erzählen, aber okay, ich versuche einfach die wichtigsten Punkte so mal zu vermitteln. Also ich bin ja mit Mama Revolution draußen sozusagen. Ich unterstütze Mütter dabei, ihr eigenes Business aufzubauen, Herzensbusiness aufzubauen, aber eben nicht mit Kopfgeratter, sondern gerade beim Herzensbusiness geht es darum, das auch mit dem Herzen entfalten zu lassen. Und wenn man das tut als Mama, dann entwickelt sich so eine Magie, wo plötzlich alles zusammenpasst, wo der Verstand vorher vielleicht noch gegrübelt hat, wie kriege ich das hin, wie passt das mit den Zeiten und den Kunden und pipapo. Wenn man diesem Herzen folgt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, ergibt sich halt irgendwann das harmonische Gesamtbild und auf den Prozess darf man vertrauen. Und das ist so die Arbeit, die ich mit meinen Kundinnen mache. Und dazu bin ich gekommen, eigentlich, das ist schon viele Jahre her, ich habe irgendwann gemerkt, irgendwas stimmt hier in dieser Gesellschaft nicht. Ich fühle mich unfrei in einer freien Gesellschaft, beziehungsweise wenn wir wirklich so frei sind, warum fühle ich das nicht? Das habe ich mich damals so gefragt und dann angefangen zu recherchieren und ja, wirklich auf einmal auch gemerkt, das, was scheinbar als Demokratie gilt, ist gar nicht mehr so demokratisch. Und dann dachte ich irgendwann, ich würde gerne das verändern, aber mit wem? Und dann habe ich eine Reportage gesehen, da wurde über Tschernobyl berichtet und man hat Joschka Fischer und Rita Süssmuth interviewt, die damals wichtige Politiker waren. Und die Rita Süssmuth hat darüber berichtet, wie Mütter damals die Bürgersäle gestürmt haben, weil sie so besorgt waren um die Zukunft ihrer Kinder. Und Joschka Fischer meinte dann so im Anschluss, ja, was Politiker oft übersehen, ist die Kraft besorgter Mütter. Und da dachte ich, wow, ich glaube, Mütter sind genau die Gruppe, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und anfänglich war dahinter noch der Wunsch, irgendwann mit allen mal auf die Straße zu gehen und irgendwie wirklich gesellschaftlich was zu verändern. Und mittlerweile habe ich erkannt, dass wenn wir uns alle innerlich verändern, wenn wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten, uns die Freiheit nehmen, auf die Bedürfnisse und auf die Wahrheit unserer Kinder zu achten, dann ist das die Revolution. Ja, weil dann entwickelt sich aus dieser kleinen Zelle Familie eine ganz neue Welt. Ja. Sehr schön, danke vielmals schon mal für diesen wunderbaren Einstieg. Da würde ich gerne anknüpfen, auch eben, wie sieht so dein Alltag aus, dass du das wirklich so auch unter einen Hut bekommst und wie inspiriert dich auch deine Familie dabei, dass du ja schön gut auch die Balance erhalten kannst? Also für mich ist ganz klar, dass meine Tochter immer Vorrang hat, ja. Mittlerweile ist sie 12, also das gibt mir natürlich auch mehr Freiheit, aber dadurch, dass sie zurzeit ein Freilernermädchen ist und wir auch viel Zuhauseunterricht machen, nimmt sie natürlich auch einfach viel Raum ein in meinem Leben. Und da war für mich wirklich ein wichtiger Prozess, mir einfach auch die Freiheit zu nehmen, Mama zu sein. Also irgendwann sind so diese Hetze nach Reichweite, nach vielen Kunden, hohen Umsätzen, das hat bei mir einfach irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, da gibt es aber so einen inneren Frieden, den ich habe und das ist mein Wegweiser. Und wenn ich mich innerlich friedlich fühle, dann weiß ich, es ist alles gerade genauso, wie es sein soll. Und dann kommt vielleicht der Verstand und der sagt, ja, aber du musst doch jetzt hier einen Launch machen und bla bla bla. Aber ich merke, wenn das nicht von innen herauskommt, dann gehe ich dir nicht mehr nach.
Und so ergibt sich das irgendwie ganz harmonisch, dass dann ist ein Monat, da kommen mehrere Kundinnen an Bord, dann gibt es wieder 3 Monate, da kommt niemand an Bord. Also das ist irgendwie flexibel und in Bewegung und passt sich immer so an mein Familienleben an. Das, was eine Konstante ist, ist, dass ich montags bis freitags 3 Stunden vormittags einfach hier an meinem Computer sitze, meine Kundinnen willkommen heiße, mit wunderbaren Kolleginnen spreche wie mit dir. Das ist so die große Konstante. Und alles andere ist frei und flexibel. Und wie hat dich deine Tochter denn inspiriert, dass du ja so gut auf deine Balance achtest und auch dir zutraust, dieses Freilernen einfach zu machen? Du bist ja, glaube ich, keine Lehrerin und trotzdem kannst du ihr ja dabei helfen, dass vielleicht auch ja Frauen, die jetzt auch bei diesen ja bewegenden Zeiten auch mehr Vertrauen finden können, auf die Weisheit ihrer Kinder zu hören. Ja, das finde ich so wichtig, weil Kinder sind ja noch so im Jetzt und noch so präsent und die sind so in Kontakt mit ihrem wahren Selbst. Das geht ja dann erst mit den Jahren verloren, wenn der Verstand plötzlich so Überhand nimmt und man versucht, alles zu kontrollieren und durchzudenken und man wird strategisch. Also eigentlich ist das so dieses westliche Mindset. Und Kinder sind da am Anfang noch nicht drin. Und meine Tochter hat mir ganz klar gezeigt, dass die Schule damals war nicht ihr Weg. Ja? Und natürlich sagt ein Kind nicht ganz konkret, das und das läuft gerade in meinem Leben verkehrt. Ich möchte jetzt gerne das und das verändern, sondern man achtet einfach auf so Zeichen. Ich habe gesehen, ihr Lächeln verschwindet, wenn sie von der Schule kommt. Ja, also verschiedene Reaktionen und so hat sich nach und nach dieser Weg gezeigt. Am Anfang wussten wir nicht so richtig, worum geht es ja eigentlich, bis uns irgendwann wirklich ganz klar geworden ist, mein Mann und mir, sie gehört nicht in dieses System. Also das System, so wie es jetzt ist, das passt nicht zu ihrem Wesen und das heißt nicht, dass an ihrem Wesen was nicht stimmt, sondern für uns war ganz klar, dann passt das einfach nicht zusammen. Also müssen wir einen Weg finden, wo wir ihr Wesen, wo sich das weiter frei entfalten kann. Und so sind wir dann nach Frankreich gekommen. Und ja, ich kann Mütter einfach nur ermutigen, wirklich auf diese Beziehung zum Kind zu achten. Und man fühlt einfach deutlich, wenn da was im Raum steht und wenn die Beziehung ganz klar ist und wenn was im Raum steht, dann einfach hinschauen, achtsam sein, fühlen und als Mutter weiß man irgendwo letztendlich immer tief in sich drin, was gerade dran ist oder was gefordert ist. Und dann geht es darum, dem Leben auch zu vertrauen, eben nicht so sehr dem strategischen Denken, sondern wirklich dem Leben und zu wissen, irgendwo geht die nächste Tür auf, auch wenn ich noch nicht weiß, wo und wie und wann, aber sie wird aufgehen. Ja. Danke, super. Und gibt es auch so Rituale bei dir, wo du ja regelmäßig mit dir machst oder auch mit deiner Tochter, die euch Kraft geben, also sei es einfach im Alltag oder auch beruflich, dann auch ja, sich diese Zeit trotzdem zu nehmen, auch wenn es eben manchmal ein, ja, ein gutes Planen auch bedeutet? Ja, ich denke, das wichtigste Ritual jetzt in Bezug auf meine Tochter ist eigentlich wirklich so dieses in Beziehung sein mit ihr und dann einfach immer fühlen, steht da was zwischen uns, ist alles ausgesprochen. Das ist für mich eigentlich so das wichtigste innerliche Ritual. Und für mich selbst ist das so, dass mein Ritual ist wirklich, dass ich morgens immer oder fast immer früher aufstehe als der Rest der Familie und dann wirklich erstmal bei mir lande, in mich gehe und so hinter die Gedanken gehe. Ja, also es gibt ja den denkenden Teil in uns, der irgendwie immer aktiv ist und
sich auf diesen denkenden Teil zu setzen und dieser Bewegung ständig zu folgen, ist nicht immer unbedingt förderlich. Und morgens ist für mich so meine Zeit, den Schritt dahinter zu machen und zum Beobachter zu werden. Und das ist so meine Art und Weise, mich mit meinem Kern zu verbinden. Ja. Du bist ja auch verheiratet, also du hast ja auch die Aufgabe hier als Frau und Partnerin auch, ja, diesen Raum zu halten. Wie gelingt es dir auch, die Beziehung, ja, so zu leben, dass auch dein Mann quasi auch alle diese Schritte mit deiner Tochter, die ja besonders sind, auch mit Vertrauen mit euch gehen kann? Wie macht ihr das so als Familie? Ja. Da bin ich sehr dankbar, dass wir da wirklich so ein harmonisches Team sind und einfach vom gleichen Ort herkommen. Ja, also da hatten wir zum Glück noch nie Konflikte, dass irgendwie der eine gesagt hat, unser Kind muss aus der Schule raus und der andere sagt, nein, sie muss den klassischen Weg gehen. Das war bei uns zum Glück noch nie der Fall. Wir sind uns, was diese wesentlichen Entscheidungen angeht und Wandlungen, immer sehr, sehr ähnlich. Und ich habe zum Glück einen Mann, der auch zu allem Ja sagt. Also egal, mit welchen Ideen ich komme oder Vorschlägen oder sowas, er ist da super, super flexibel. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Ja. Ich weiß, es ist nicht immer, also es ist nicht in allen Familien so. Und ich habe gestern gerade mit einer Mutter gesprochen, eine neue Bekanntschaft hier bei mir in der Gegend, die gerade dabei ist, wirklich so aufzuwachen. Ja, sie war vorher Lehrerin, hat gemerkt, sie kann das nicht. Sie kann nicht in die Schulen gehen, wo Kinder mit Masken vor ihr sitzen. Ihr Körper hat angefangen zu streiken und sie hat ihre Stimme verloren. Und deswegen ist sie jetzt schon seit Monaten krankgeschrieben. Und am Anfang war der Mann sehr skeptisch, weil sie auch die Kinder jetzt aus der Schule rausgenommen hat. Sie haben zwei Kinder. Die machen jetzt Online-Schule von zu Hause aus. Und der Mann war am Anfang sehr skeptisch. Und sie hat gesagt, als sie verstanden hat, dass das Wichtigste ist, einfach bei sich zu bleiben und einfach das zu leben, was sie für sich erkannt hat, ohne zu erwarten, dass das Umfeld sofort umschaltet und ja, juhu, ruft. Ja. Das war ein Wendepunkt. Sie hat gemerkt, in dem Moment, wo sie ihr Umfeld losgelassen hat und sozusagen ihr Mann erlaubt hat, einfach seine eigene Meinung zu haben und den Großeltern erlaubt hat, ihre eigene Meinung zu haben und das einfach stehen lassen zu können. In dem Moment hat ganz viel angefangen, sich zu verändern. Und das wäre jetzt vielleicht so ein Impuls für Mütter, von denen kenne ich einige, die auch zu mir ins Coaching kommen, wo für die Mutter selbst schon sehr klar ist, ich will einen alternativen Weg gehen, das für den Partner nicht immer unbedingt so klar ist, aber dann auch wirklich einfach dem Partner die Freiheit zu lassen, die eigene Meinung zu haben und das dann einfach eine Weile damit schwanger zu gehen und einfach zu beobachten und das zu halten, dass irgendwie trotz allem schon die richtigen Türen sich öffnen. Ja, ja, also ich ich fühle mich gerade berührt. Ich glaube, das wird vielen jetzt auch gerade helfen, die hier heute zuhören, denn ja, selbst in anderen Lebensbereichen vielleicht kann man das ja auch transferieren, dass man wirklich auch ja, die anderen Meinungen mal stehen lässt, aber für sich wirklich entscheidet. Und ich spüre, das ist jetzt wichtig für mich und mach mal einfach. Und aus dieser Kraft dann auch vieles sich ganz natürlich dann auch wandelt, weil die anderen wie auch vorgelebt sind, den Kindern geht's gut, der Frau geht's gut. Und dann freut sich natürlich auch das Umfeld. Ja, genau, und man erzeugt nicht so einen Druck und Gegendruck, ne? Weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Und den anderen freizulassen, was man sich ja vom anderen auch wünscht, ja, das. Ja, das ist eigentlich dann so ein neuer Ansatz, nicht so offensichtlich, aber der stillere Ansatz, der letztendlich kraftvoller ist. Ja. Jetzt hatte ich noch mal so einen Gedanken und auch so eine Frage, wie du auch eben
Ich habe das Gefühl, das hat ja auch viel mit Beziehung zu tun, wie du auch Beziehungen gestaltest. Eben, ich weiß jetzt ja nicht genau, wie ihr das Freilernen macht, aber meines Wissens eben stärkt man da mehr die Beziehung, als eben was zu erziehen. Und da würde es mich noch so interessieren, was ist für dich so als Haltung wichtig in der Arbeit mit anderen, mit deinem Mann oder auch mit deiner Tochter? Also, ich habe ganz viel gelernt durch die Freilernerjahre mit meiner Tochter. Und was ich eben auch ganz klar erkannt habe, ist, dass ich nichts erzwingen kann. Und dass wirklich jeder seinen eigenen Weg geht und jeder auch seinen eigenen Entwicklungsprozess hat und jeder seine eigenen Interessen hat. Und das ist übrigens auch etwas, was ich im Coaching immer wieder beobachte. Wenn eine Kundin zu mir kommt, die gerne beispielsweise viel Reichweite hätte, aber irgendwo in ihrem Prozess noch gar nicht an dem Punkt ist, um sich mit diesen ganzen Methoden und Techniken und sowas auseinanderzusetzen, dann bringt es gar nichts, den Kopf voll zu stopfen mit irgendeinem kognitiven bereits vorhandenen Wissen, sondern es geht erstmal darum, den Weg innerlich frei zu machen. Und da gibt es so einen natürlichen Entwicklungsprozess. Und wenn dann die Marketingmethoden wirklich noch dran sind eines Tages, dann macht es irgendwann Klick und dann ist die Zeit dafür gekommen und dann geht es auch leicht. Und so wie ich gemerkt habe, dass bei Kundinnen sich das ganz von selbst entfaltet, ja, so habe ich das auch bei meiner Tochter gemerkt, dass es gibt für alles seine Zeit, aber zu versuchen, zu einem bestimmten Zeitplan gewisse Dinge durchzudrücken, hat keinen guten Effekt, ja. Und meine Tochter hat beispielsweise lange kein Interesse an Mathematik gehabt, ja. Und ich musste sehr geduldig sein und hatte aber trotzdem irgendwie das Vertrauen, das kommt schon, ja, das kommt schon. Und irgendwie ist in ihr noch keine Bereitschaft gewesen, sich wirklich mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen. Und dann irgendwann war der Zeitpunkt aber da. Und dann hat sie auch schnell nachgeholt, was andere in ihrem Alter vielleicht schon vorher konnten. Und das würde ich mir auch heutzutage für das Schulsystem, für Schulen extrem wünschen, dass viel mehr Raum ist, für die Individualität des Kindes, die zu ihrer Zeit dann die Themen lernen und aufsaugen möchte, die dran sind und nicht, dass man sich so einer fremden Agenda so unterordnen muss und dann in dieses, in den, ich habe das bei Marga gemerkt, also für sie war das wirklich ein voll, also sie hat so einen freien Geist und den dann voll zu stopfen mit Informationen, wo noch keine Bereitschaft dafür da ist, das hat sich ganz schnell für mich einfach ganz, ganz doof angefühlt und dann habe ich das auch gelassen. Ja. Und dann haben wir so einfach unseren Weg entwickelt mit der Zeit und jetzt geht sie bald wahrscheinlich in eine Schule, in eine freie Schule. Aber die Jahre hier, die waren so, so, so wertvoll. Ja. Also habt ihr in der Umgebung eine freie Schule jetzt gefunden? Ja, es sind so einige. Eine ist am Entstehen, eine ist schon da, die ist noch ein bisschen weiter weg. Das würde wieder Veränderung bedeuten, aber wir sind offen dafür. Es ist gerade so wieder in einem absoluten Bewegungs-Entwicklungsprozess. Ja. Ja, schön. Und sie freut sich wahrscheinlich auch darauf. Absolut, Würde sehr. das wahrscheinlich nicht so entscheiden, dass man da auch ganz lebendig und flexibel bleibt mit der Entwicklung, dass das ja auch eine Phase sein kann, wo die Mutter dann auch diese Aufgabe übernimmt, bis quasi auch vielleicht andere Verbindungen Genau. entstehen mit anderen Familien. Genau. Ja, schön. Ja, also da gibt es kein Standardrezept. Ich denke, das ist wirklich so, dass jede Familie da ganz eigene Erfahrungen sammelt und jede Familie mit Sicherheit auch, die den Weg schon geht, wieder ganz andere
Impulse teilen kann und Dinge gesehen hat, weil das wirklich so individuell ist. Ja, und ich denke auch gerade, wie man ja auch diese Haltung, von der du jetzt ja auch gesprochen hast, dass man auch den Kindern wie vermittelt, ja, vielleicht hast du gerade nicht so viel Interesse und das ist okay, dann konzentriere dich auf das andere, dass man auch dadurch auch, ja, wie im Leben überhaupt, also wir haben ja alle gewisse Stärken, dass wir uns auch nicht zu sehr auf den Schwächen konzentrieren, die gerade noch sind, sondern zu vertrauen, wenn es dann im Kontext vom Leben auch notwendig ist, wird das sich auch natürlich quasi ergeben. Ja, und wir sind irgendwie in unserer Gesellschaft so darauf gepolt, dass irgendwie Freude ist was irgendwie für den Feierabend, so ungefähr, ja. Und dabei ist ja Freude ein echter Wegweiser, ja. Und also mit Freude meine ich so, ich glaube, Freude ist eigentlich der natürliche Zustand eines Menschen. Ich meine es nicht im Sinne von einem Gefühl, dass irgendwie mal, da ist mal Begeisterung und dann wieder weg, sondern nee, ich glaube, wenn wir alles zur Seite schaufeln und hinter den Schleier der Gedanken und Sorgen und Bedenken schauen, dass wir immer bei Freude landen. Ja, Freude, Lebendigkeit, weil das ist, wer wir wirklich sind. Und Freude ist ein Wegweiser für mich. Und wenn irgendwas überhaupt gar keine Freude macht, ja, natürlich auch auf dem Weg der Freude gibt es Aufgaben, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend sind, aber es gibt auch so ein, ich nenne das bei meinen Kundinnen öfter, das ist wie so ein Topfschlagen eigentlich, ja, also früher auf den Kindergeburtstagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gespielt habt, ne? So, man hat was über die Augen, man rufen die anderen Kinder wärmer oder kälter und so ist es auch ein bisschen diesen eigenen Weg zu finden, ja, dass manche Dinge, manche Bewegungen, die fühlen sich kälter an und manche Bewegungen fühlen sich wärmer an und dann dem zu folgen, was wärmer, weiter, freier sich anfühlt. Ja. Kann man jetzt gerade so gut auch nachklingen, ja, wenn jeder jetzt vielleicht auch eine Situation hat, wo er eine Entscheidung zu fällen hat, wo fühlt es sich wärmer an? Entspannter. Mhm. Welche Entscheidung quasi? Sieht man mehr die Weite, die Herz. Ja, genau. Das ist ein super Punkt. Also das könnte man gleich nutzen. Dass man das für sich gleich überprüft, wenn man so eine Frage hat, zu entscheiden. Ja, genau. Und dann kann es sein, dass der Weg, der sich weit anfühlt, auch Angst macht. Ja, aber das ist kein Zeichen, dass der andere Weg wärmer ist, sondern das heißt einfach, dass da was Neues wartet. Und oft, bevor man dann diese Weggabelung Richtung Neues einschlägt, tauchen halt erstmal so die Monster auf, die sagen, nein, um Gottes Willen und überhaupt und aber wenn dahinter diese Weite präsent ist, dann ist das auf jeden Fall ein klares Wärmerzeichen. Ja. Gibt es etwas, Sandra, wo du noch heute auch allen Frauen oder die dich heute zuhören, auch noch mitgeben möchtest, auch in ein Projekt, wo du gerade aktuell machst? Also ich denke, was ich gerne weitergeben möchte, ist einfach so dieser Impuls, dass Gedanken nicht die Wahrheit sagen und dass große Freiheit darin liegt, die eigenen Gedanken zu hören, wahrzunehmen, aber sich daran zu erinnern, wenn diese Gedanken Frust erzeugen, Schmerz erzeugen, Angst erzeugen, das ist nicht die Wahrheit, es sind einfach Gedanken. Und wir können uns ein bisschen von diesen Gedanken lösen, indem wir sie einfach beobachten. Also man muss nicht unbedingt hart daran arbeiten, die loszuwerden, weil das liegt überhaupt nicht in unserer Natur, dass man plötzlich gedankenfrei ist oder so, ja. Aber wir können Distanz gewinnen, indem wir das, was
was unangenehme Gefühle erzeugt oder Sorgen oder Zukunftsängste, da einfach diesen Schritt zurückgehen und sich die Gedanken einfach mal anschauen und wissen, okay, das sind meine Gedanken, aber das ist nicht unbedingt wirklich meine tiefe Wahrheit. Und das ist auch im Coaching immer wieder so ein wesentlicher Schritt, weil irgendwie die Bedenken und die Ängste von Unternehmerinnen, die wiederholen sich ja immer wieder. Es ist immer dieses, habe ich wirklich was anzubieten? Bin ich wirklich gut genug? Werde ich das schaffen? Kann ich überhaupt viel Geld verdienen? Und dann immer wieder wissen, okay, das sind Gedanken, aber das sagt nichts über mein Potenzial aus. Und diesen Schritt zu gehen, die immer leichter oder schneller einfach stehen zu lassen und dann das umzusetzen, was das Wärmergefühl sozusagen empfiehlt. Ja. Und das trainiere ich sozusagen mit meinen Kundinnen in einem Programm, das ich mein Inside-Out-Business genannt habe. Das hat im Januar gestartet. Man kann an verschiedenen Punkten im Jahr da wieder mit einsteigen. Und da sind wir eine Gruppe von Frauen, wo wir immer wieder gemeinsam uns einfach dieser tieferen Wahrheit hinwenden und die Gedanken stehen lassen. Und das ist ein ganz schöner Space. Also genau, wer da Lust hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Und ja, das wäre so mein Impuls. Und dann würdest du den nächsten Start quasi sagen. Genau, ja. Super. Gibt es noch irgendwas, was du noch mitteilen möchtest, wo du denkst, boah, wenn das die Leute noch wüssten, dann hätten sie es noch viel schöner und könnten sich auch noch mehr Freude in ihr Leben und Leichtigkeit erlauben. Das ist eine schöne Frage zum Schluss. Mir ist tatsächlich gerade was eingefallen. Also vielleicht, das war es für mich nämlich eine Einsicht aus den letzten Wochen. So dieses, gerade wenn es darum geht, also weil ich ja Unternehmerin begleite, ne, und da geht es ja immer darum, was zu kreieren, was zu erschaffen, was nach draußen zu bringen. Und das ist absolut schön, sich selbst auszudrücken und das, was raus will, rauszubringen. Aber das Wichtigste, was jeder von uns tun kann, um einfach zu einer besseren Welt beizutragen, ist wirklich, sich selbst zu verändern. Und selbst wenn man kein Business hat oder kein wichtiges Projekt oder ja, irgendwie nichts vorzuweisen hat, was nach außen hin so wichtig erscheint. Das macht überhaupt nichts, ja, weil die Welt verändert jeder von uns ganz individuell. Und jedes Mal, wenn du dich ein Schrittchen weiterentwickelst, wenn ich mich ein Schrittchen weiterentwickle, wir sind auf einer energetischen Ebene mit Menschen weltweit verbunden und das kommt an. Und ich denke, das ist der wichtigste Job, den jeder von uns in diesen Zeiten irgendwie übernehmen kann. Und da sind wir alle wichtig. Ja. Vielen Dank. Das war nochmal sehr heilsam und berührend, diese Worte abschließend zu hören. Ja, ich wünsche dir und all deinen nächsten Kundinnen und laufenden Kundinnen, dass ihr weiter so tolle Arbeit die Welt so ein Stück besser macht. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du mir den Raum gegeben hast, mit dir und deinen Lesern und Kundinnen und Zuschauern einfach meine Einsichten zu teilen. Vielen Dank. Ja, schön mit dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.